Ein 59-jähriger Mann ist gestern Abend in Darmstadt aus seiner brennenden Wohnung gerettet worden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Nachbar hatte die Einsatzkräfte alarmiert. Er hatte Hilfeschreie und einen piependen Rauchmelder gehört. Die Feuerwehr konnte den Mann mit einer Drehleiter retten. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht. Das Feuer war wohl durch einen Ethanolofen entstanden. Wie hoch der Schaden ist, war heute Morgen noch unklar.